Jo, heute startet es in die letzte Peaking-Woche und es stehen Heavy Bench und Squat das letzte Mal an. Schauen wir mal, was so gebeugt und gedrückt wird. Und ja, meine Schwester bringt mich jetzt ins Gym. Ja! Was soll ich nur sagen? Danach fahre ich aufs Training. Und das nächste Mal bringst du mich, oder? Safe. Folgt ihr alle auf TikTok. Kamen macht sich ganz coolen Stuff. Ich mach Tanzvideos. Ja, und ich bin hyped. Kurz zu Wort. Die Squats liefen heute nicht so gut. Die Warm-ups gingen noch voll, also Tiefe war voll okay. Aber je schwerer das Gewicht wurde, desto mehr litt meine Tiefe darunter und ich bin eben nicht so tief gekommen. Was daran liegen könnte, dass ich meine Hüfte nicht weit genug öffne und wahrscheinlich auch ein kleines mentales Problem. Und dazu kommt noch, dass ich eben Beltless aufgrund meiner Rippenverletzung squatten muss. Und da ist eben die Belastung im unteren Rücken doch recht hoch. Dafür liefen Bench heute ziemlich gut. Also ich habe einen neuen Bench-PR gehittet von 142,5 Kilo. Die Pause war vielleicht nicht kompgerecht, aber ich kann trotzdem stolz drauf sein. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Yeah. Jackson Rosen, that loud motherfucker. Bitch, I'm stylish. Glock took big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want diamonds. Y'all talk crazy when I pull on this sweater. Mile high, run that shit back. Bitch, I'm stylish. Glock took big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want diamonds. Y'all talk crazy when I pull on this sweater. Mile high, fuck the first class on the pilot. Bist du ready, Sophie? Nein. Oh mein Gott, ich hab dich grad Sophie genannt. We did it! We fucking did it! Du hast meinen Arsch gefilmt? Nö, dein Gesicht. Kurzes Statement zum heutigen Tag. Squats liefen nicht so gut. 200 habe ich leider gefailt. Aber dafür Bench nur 42,5. Was sagst du? Ich war nicht dabei. War leider nicht dabei. Sie hat mich nur gespottet, aber sie war nicht dabei. Ich war nicht dabei, geistig nicht. Arsch ist wahrscheinlich etwas abgehoben, ja, aber... Wir haben noch Boten zu Hause, alles gut. Was? Ich kann mir zu Ziki machen. Das soll mir beim Wettkampf nicht passieren. Oh,
wofür brauchst du Kinder, wenn es Hunde gibt? Wirklich, Kinder sind nur Arbeit. That's the question. Kinder scheißen sich an. Letztens war ein Kind bei mir einkaufen, das hat sich einfach angekotzt. So blöd.